könnten wir mal was buchen. Vielleicht wird es dann wieder noch eine andere Größe draus. Ach ja, Leute. So, bitte fangen wir für euch. So, was ist jetzt hier mit unserem Großmaul? Wo ist das schon wieder? Ich hab gerade die ersten Versuche abgeben. Schnauze jetzt da. Ja, die müsste abgeben können. Was? Hauptsteige auf, hinten drauf, ich geb dich mit ab ins Seniorenheim. Aber Hund da aber. Weiß irgendwer, warum wir keine starken Kräfte mehr haben? Keine Ahnung. Ja, da musste ich. Ups. Sogar mein Gabel hat keine starken Kräfte mehr. Wir verlassen alle langsam die Kräfte. Hat weniger Kraft. Steht das bei euch auch da? Ja. Hartmut, mehr Kraft. Achtung, Hartmut, ja. Wer zum Halt. Ja, aber das geht nicht. Da steht dann. Ja, ich habe auch grün, ne? Die Schrift. Ja, das geht immer hin und her. Wir warten, Serverabfrage, Update. Ja, mehr Kraft ist ja auch Hulk. Ja, eben. Wenn Hartmut sich aufregt oder Schmerzen hat. Komisch, dass das Franco so der Einzige ist, der das lacht. Gras. Das heißt, er ist alt, genau wie ich. Genau. Was soll denn das jetzt heißen? Hey, jetzt hast du den Ball nicht entladen. Was ist denn da jetzt passiert? Das ist unser Experiment. Pass auf, Papa, das soll ein rein veganer Ball werden. Lebst du vegan, lebst du gesund, habe ich mal gehört. Ja. Aber ich glaube dem Ganzen nicht so. Das ist der veganische Wickelbraten. Wow. Gibt's auch als Rollbraten. Gibt's auch mit frischem Gunter. Ja. Ja, der sogenannte Freiburger Rollbraten hier. Wie viele Ballen liegen denn hier noch rum? Genügend. Viel zu viele. Soll ich mal welche zusammenschieben? Gerne. Ja. Ach, verfluchte Kacke. Was denn? Findest du das Feld nicht mehr? Falsches Feld. Wow. Upsa. Manche haben nicht nur wenig Kraft, manche haben auch noch andere Dinge nicht mehr. Ja, weil da wieder einer irgendwie zwei Aufträge angenommen hat. Ja. Immer die anderen. Ja, aber schön, Rolf, dass du mit dem Licht... Entschuldigung, dass die Ballen trotzdem als zwei Ballen angezeigt werden. Der fasst die nicht als einen zusammen. Der ist jetzt... Okay. Kriegt er den nicht mehr raus oder wartet er jetzt, bis er den zweiten Ball kriegt? Oh, warte mal noch, Peter, warte mal noch. Ja. Den mache ich wieder einzeln, wir haben es ja noch nicht getestet. Ja. Aber soll ich was Lustiges erzählen zum Verfahren, ha? Noch lustiger. Habe ich letztens gelesen. Ja, an wolltest den Witz hören, der ist Oberhammer, der Witz. Ja, hau raus. Soll man raushauen? Hau raus. Da fährst mit dem Zug und dann kommt auf einmal die Durchsage vom Schaffner. Ja, liebe Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber wir haben uns verfahren. Was, der Schaffner? Ja. Ach, das, wo der falsche Zugteil angekoppelt war? Nee, sie haben sich auf der Strecke verfahren. Hartmut? Wie geht das? Ja. Ich hab da stinken. Weiche falsch gestellt. Ja, das ist ja der Hammer, oder? So. Machen wir wieder Doppelballen, oder? Nö. Ich hab deine BGA gefunden. Ja, das ist schön, was sie tut. Ich brauch's nicht. Ich schau. Ja. Hat sie raus ab. Ups. Mhm. Na, aber auf jeden Fall, das muss man einmal zusammenbringen, ha? Als deutsche Bahn oder österreichische Bahn. Am Zug vor allem, gell? Zugverfahren. Das ist natürlich schon eine gute Leistung, mit dem Zug sich zu verfahren. Ja. Mhm.
Karten, wo siehst du, dass das als zwei Ballen angezeigt wird? Naja, weil er dir ja nicht 13.000 Liter anzeigt, sondern 6.500, so, so dann schwingst du rüber und nochmal 6.500. Genau. Aber was ich lustig finde, ich habe das im Leben noch nie erlebt, dass die Ballen alle gleich schwer sind und gleich große Literanzahl haben. So habe ich auch noch nie erlebt. Das variiert doch normal. Meistens schon. Im LS halt nicht. Das ist vereinheitlicht. Exaktometer ausgemessen. Das ist kein genau, das ist das Volumen genau da. Da gibt es kein Vertun. So Leute, schaut mal auf die Uhr, werd langsam müde hier. Du bist immer müde, alter Hund. Wo bist denn du überhaupt jetzt? Auf der Wiesen. Setz deine Brillen auf. Ja, dann sammel mit einmal zusammen, du bin ich doch schon. Honk. Mach ich doch schon. Was willst denn du von mir, alter Krakelter? Dass die Ballen zusammen ist. Ja, hab ich doch. Schon. Sehr gut, da liegen schon wieder welche zum Wegfahren. Was war das? Selber wegen dem wir auf die Nerven. Wo gibt's denn den besten Preis? Hartmann. Sind wir schon fertig oder was? Fast 92% hat man. Ja, aber wie viel Wein soll ich jetzt erstmal noch aufladen? Ja, lade einmal auf. Ja, aber ja, komm, ich meine. Also, den besten Preis gibt's zurzeit. Oh, jetzt steht wieder neu aus. Na, bringst du drunter. Da gibt's einen guten Preis, 3,31. Wo? Edward, wo du das hinbringen sollst. Okay. Oh, unpraktisch. Rolf, kannst du ein bisschen schräger stellen? Geht das, oder? Nur schwierig? Er ist jetzt irgendwie so ein bisschen festgefahren, er lenkt nicht mehr. Ja, das kein Ding. Das war natürlich ungeschickt. Kein Ding. Schieb's einfach weg. Alles gut. Hat er den Doppelbein einfach gefressen und wenn ja, ist es immer noch ein Doppelbein? Aufgeladen hat er, oder? Ich hab jetzt 10. Hat's wer gezählt vorher? Nee. Also das war kein Doppelbein. Das waren zwei einzelne. Also es war mal ein Doppelbein, ja, dann können wir jetzt hier einfach, dann schmeiß jetzt hier einen nach dem anderen rein, wenn er das am Ende sowieso wieder auseinander dividiert, das ist mir doch scheißegal. Ja, genau. Aber ich sag's euch dann, bei 3 Stück macht das nicht mehr. Ja, das wird's dann sein, ja. Dann haben wir die nächsten Probleme. Ich glaube, wir haben genug gelöst. Mach mal immer 2, ja. Ups. Aber ich glaube, ich sage euch ganz ehrlich, dass wenn er jetzt die abfährt, dass wir dann fertig sind, dass das dann der Rest alles zu uns kommt. Aber dann musst du halt mit der Riesenschlange, mit der Riesenanaconda, musst du halt dann nochmal da drunter fahren auf der Gabel. Müssen wir dann wieder Sondertransport beantragen. Oder? Ich konnte dir gerade nicht folgen. Mir nicht so, ja. Ja, das wäre natürlich noch eine Idee. Wir machen das beim nächsten Mal so, dass wir den Ballenpresser auf den Tieflader stellen und dort dann quasi Megaballen produzieren. Das wäre auch eine Idee. Wow. Tja. Na? Ich freue mich aufs Bett jetzt dann, das sage ich. Hast du ein besser, bequemeres Bett inzwischen, oder müssen wir wieder da schlafen, wo wir gestern geschlafen haben? Heute Nacht? Es ist mittlerweile schon der Herbst der Zeit da, Blätter liegen am Boden. Ja, dann ist das ein Spike von unten. Ich nehme mir mal als Matratze. Herrgott, dann genau. Lade ich. Jetzt lief es die ganze Zeit so gut und jetzt kommt hier langsam. Ist ja kein Wunder, wenn er nichts zum Essen kriegt. Na, wirklich. Das letzte Essen war das Frühstück. Das war schon nicht groß. Ja, hast du das verdient überhaupt? Mehr als viele andere hier.
Peter? Ja? Den letzten Ball musst du mit der Gabel drauf auf den Hänger tun. Okay. Der kann nur 15 Ballen laden. 16. Ob der das kann? Ah, der kann das, hat vollstes Vertrauen in euch. Peter kriegt alles gestapelt. Also genau, Peter kriegt alles aufgegabelt, aber nicht für lange, gell? Das ist die Frage. Ja. Ich hab gehört, der Räufer, die Bauer, die wegen Nachbarsgerin aufgegabelt. Ja. Nee, der hat sie gepflügt. Ah. Jetzt kannst du kommen, Gunther, zum Besamen. Nächster. Kommt schon. Ich weiß selbst, was du. Das und dann kannst du kalben. Dass wieder Wiese wächst. Oh ja. Ja, liebe Leute, so wird man, wenn man nichts zum Essen kriegt, den ganzen Tag komische Ballen hier wickeln muss, auf Ideen kommt, wo sonst keiner drauf kommen würde. Ich sag noch, wir nehmen das Ding, nein, es funktioniert nicht. Wir könnten schon längst fertig sein. Ja, und dann hätte man das Ganze, alles andere nicht ausprobiert, guck. So. Und jetzt kommt der Hartmut gleich nachher und sagt, das war das falsche Feld. Eigentlich wäre das andere Feld gewesen. Hartmut sagt gar nichts mehr. Der Hartmut sagt nichts mehr zu sagen. Hartmut müde? Nein. Ja. Armer Hartmut. Hat du Schlafenden verwechselt? Was ist? Aus deinen Tabletten wird er verwechselt, ha? Alter seniler Bock. Ja, er hockt ja den ganzen Tag hier. Ja, sind nicht genommen. Statt die rosanen habe ich die Schlaftabletten genommen. Dass ich die nur aushalte. Kriegst du die zwei nur drauf oder muss ich die erst da oben drauf schmeißen? Ich krieg die noch drauf. Ja, aber kommen die zwei? Wie viel sind denn dann noch da? Einer noch. Das ist der letzte. Ja, danach treffen wir uns dann oben. So, ich fahr schon mal hoch. Egal, ne? So, hat das Martyrium jetzt ein Ende, oder? Ja. Ja, jetzt warte mal, der Günther ruft in der nächsten Kurve. Dann sagt man so, alle kommen, er hat alle wieder verloren. Ich soll gefällig Spanngurte anlegen. Zu richtig fest und jetzt. Und was fahr will? Einfach nicht schnell. Festzuhren. Ja, ja. Weißt du nicht, was das heißt? Zuhren. Was du zuhören hast. Okay. Nee. Peter, du wennst den Hänger jetzt umschmeißt, ne? Ich sag ja noch. Fahr das Ding weg. Bevor hier wirklich noch was passiert. Haben wir das Zeug jetzt ausgeliehen, alles, oder was ich da vorne dran hängen habe? Ich sag euch was: andere Leute mähen am Samstagnachmittag kurz alleine ihren Rasen. Und wir haben hier echt den ganzen Tag mit vier Mann. Ja, ich sag ja, Familie. Weil irgendwer zu große Ballen gebraucht hat. Wer war das jetzt schon wieder? Ach ja. Willst du hinten aufsteigen, Rolf, oder hast du noch ein Gefährt? Okay. Ich hab nichts dafür, wenn das so kleine Maschinen sind. Nicht können. Oh, leck. Aber einen Spaß haben wir gehabt. Wir haben halt nicht immer solche Tuners von den Landmaschinen wie du. Einen Spaß haben wir gehabt. Richtig. Und wenn du ein Landmaschinen-Tuner bist, hast du wahrscheinlich auch einen Dieselros mit 5000 PS, gell? Na. Na. Aber größer am Ballenwickler wie hier. Ja. Du magst alles recht groß, gell?
Ja. Oder Gunther? Für die muss alles groß sein. Ja. Muss alles groß sein. Wollen wir mal eine Therapiesitzung machen, weil nicht, dass das irgendeine Kompensationsgeschichte ist. Na, ich hab einen großen. So. Das ist genau das Gegenteil, meine ich jetzt eigentlich. Ah, ich hab wirklich einen großen. So, dann ja, müssen wir groß, den Ballenwickler noch mal wieder zurückgeben. Ja. Oder sind die noch offen? Können wir den noch abgeben? Ja, ich stöße oben zum Händler. Ja, der steht schon hier. Peter hat ihn gerade abgekoppelt. Ja, dann Gabel und das Zeug müssen wir abgeben, ne? Ja, fällt rein. Ach, das haben wir nicht gekauft? Nee, also die Gabel ist geliehen. Wir müssen was gerade Es ist alles geliehen. Wir machen ein Feld 33. Ja, unsere zwei Förster sind einmal gefahren. Warum? Die sind im Wald. Nö. Sie haben gefragt, ob sie etwas Mohn für den Mohnkuchen ernten können. Was? Jetzt haben wir ja nicht schon genug Gras gehabt haben. Jetzt kommt ja noch mit Mond daher. Also ich kann halt von dem ganzen Zeug nichts mehr hören. Ein vernünftiges Schnitzel jetzt. Danke dir. Schnitzel mit Kartoffelsalat. Ja. Mir reicht halt einmal eine Flasche Wodka. Müssen wir noch irgendwas mitschleifen von hier unten? Nee, oder? Nö. Wo ist was unten steht, kann unten bleiben. Der Hänger ist auch clean, der ist unser, oder? Der Hänger oben. Na, der Hänger ist geliehen. Unsere Hänger können leider keine Ballen laden. Wow. Okay. Da steht noch so ein blaues MAN-Teil. Im gehört denn der? Ein blaues MAN-Teil? Ja, und blauen. Ein Schlepper oder irgendwas. Gehört denn der? Gehört der uns? Guck mal aufs Kennzeichen. HF, RZ. 423. Ja, der gehört uns. Wem gehört denn der nochmal? Ist der schon recht neu? Den haben Skiffy oder Lonnie hier anderen stehen lassen. Ach so, wahrscheinlich genau. Reparaturgeschichte, ne? Na, weil sie ja sie einen Drescher geholt haben. Ach so, okay. Ja, gut, Duration, ne? Ja. Der sitzt immer noch da. Hey, muss ja mal Feierabend machen, Kollege. Ne? Also demnächst gibt man was ab. Was rein. Und dann, also ich werde jetzt Feierabend machen. Ich habe schon angerufen, die Media hat heute Abend wieder Zeit. Macht's gut. Ah, ja, nur wieder, geht wieder. Als erstes, warte mal, hol dir deinen, nimm deinen Flug mit. Klappe zu. Affe tot. So, also dann fahren wir mal nach Hause. Rolf, nimmst du einen Bus? Ja, hat er nicht. Ich habe hier eine Telefonzelle gefunden, ich lass mich abholen. Ist recht. Ja, das heißt, die Abendbesprechung machen wir wieder ohne die oder was? Ja, so hat er es halt, ne? Lass ihn machen. Lass ihn machen. Er braucht sein jugendliches Glück. Ich guck mal, erwischt er ist voll schon Loch. Irgendwann stoppt jemand sein Loch, dann ist sowieso Zappenduster. Das wissen wir ja nicht. Du warst oder warst du schon dabei? Ja. Also solange ich erwisch, ist es sicherlich niemals das falsche Loch. Da gibt es nämlich keins. Also kein falsches. Ja, meine Lieben, wir sind schon nach 10. Ihr wisst schon, ja. Genau, somit können wir schon reden über das. Ja. Also, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästle. Habe ich überhaupt zugeschaltet? Hört ihr unser Geschwafel überhaupt? Die Zeit auf stumm. Seit Anfang an auf stumm. Ja. So, ich fahr jetzt da den Wanderweg nur entlang. Ja, moin, gut, sie fix. Jetzt bin ich ganz da unten und soll jetzt wieder ganz da hoch vor. Ja, freilich. Ja, denkst du mir mal schon. So, der Rolf ist schon daheim angekommen. Der ist schon angekommen. Den hat schon angeholt. So, ich glaube, wir verschieben die Besprechung auf nächste Woche. Die Abendbesprechung? Nein, auf nächste Woche. Ja, die Abend- und Vormittagsbesprechung, glaube ich, machen wir morgen. Was, morgen? Ja,
Bin doch gleich da. Morgen im Dezember dann. Ja, aber wir müssen die anderen auch noch Bescheid geben. Ja. Und die sind gerade so fleißig am Ernten. Achso, du willst es nicht unterbrechen, oder? Genau. Wie viel hat uns dieses Abenteuer jetzt am Ende denn doch noch eingebracht? Ich meine, da war ja doch einiges an Kohle am Ende da. Sind wir wenigstens ja, wieder über... 30.000. Ja, ja. Also, haben wir ungefähr 5 Mille plus gemacht, ja. 5K. Ja, 1 Mille sind 1.000. Waren wir nicht so bei 126.000 morgens? Ja, sowas glaube ich. Wir waren morgens bei 126.000 und jetzt aber bei 136. Also haben wir 10 Karten gemacht. Wir haben 5 Mille für die alten 30.000 bekommen. Wie war es dann noch übrig worden? Mhm. Naja, da haben wir wenigstens kein Geld mitgebracht. Dann war es am Ende sogar wieder ein Erfolg. Ja, so gesehen schon, ja. Ja, und Spaß hat man. Investiert haben. Und einen Spaß hat. Und einen Kurs in Gerätekunde. Definitiv, ja. Unbezahlbar. Hat eine bestimmte Werbung gesagt. Wir haben Geräte ausprobieren dürfen. Ja. Wir sind hier jetzt die Ballenprofis. Immer Gunder mitnehmen. Ich den ganzen Weg nach Hocheiern. Ja, kannst du das Fahrzeug da unten stehen lassen? Kannst du das Fahrzeug nicht stehen lassen? Genau, du das schon. Ne, ich weiß. Irgendwie muss ich es ja wieder hoch. Oha. Jetzt bleiben wir auf dem Teil. Jetzt muss ich bei Dunkelheit den Weg nach Hause finden. Das ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht der, wo schon länger da ist und... So, die anderen brauchen nur 10 Minuten circa. Na, dann können wir ja... Da bin ich auch noch rum, dann können wir ja eine Besprechung halten. Na, der Rolf ist ja nicht mehr da. So. Ja, ich hoffe, der nimmt diesmal da sein Ohrstöpsel raus und macht sein Mikrofon aus, weil nicht nur mehr, dass ich so eine Nacht habe, wo ich alles her. Das war das heute Nacht. Ich hab mir gedacht, draußen ist ein Bär oder irgend sowas. Das war der Rolf in dem Ohr. Scheibenkleister. Das tue ich halt nach draußen, den Stöpsel, hast du recht. Ja, sollten wir vielleicht alle raus tun. Und wenn nicht, dann da mal alle abpiepen, dann halten wir unsere Mikrofone zusammen, dass der Rolf da aufschreit. Holla, die Waldfee, hier schauen wir da. Ein paar Schlaglöcher hier. Ja, das sind wirklich große Schlaglöcher hier. Definitiv, gell? Da hat es gerade ein paar heftige. Hast du auch welche? Ja. Da rüttelst dich geschwind hier durch, da. Ohne, bei dem Achsenbruch, wo ich jetzt hab. Zu Hause. So, Hartmut. Was ist eigentlich hier mit der Fabrik hier? Hat sich da auch schon was getan? Was suchst du denn? Du brauchst deinen Kopf nicht danach hauen. So schlimm ist es auch wieder nicht. Eingeschlafen. Sag mal,
Hallo, Hartmut. Hey, was ist los? Schläfst du hier da drin in dem Kapuff, du? Ja, sagte mir. So, kam da also auch schon was raus, was fertig ist hier von unserem Holz, das wir hier gebuddelt haben? Ein paar Hackschnitzel. Oh, Wahnsinn. So ist aber noch nichts rausgekriegt. Doch, die haben es, glaube ich, schon weggefahren und verkauft. Ach so, okay, ich dachte schon. Ja, meinst du, das wird noch was mit denen? Ich glaube, dass es noch länger wie 10 Minuten dauern wird. Hm. Komm, dann verabschieden wir uns jetzt einfach, oder? Genau, würde ich auch sagen. Oder sollen wir die mit rüber nehmen? Oder gehen wir rüber geschwind miteinander? Naja, wenn sie ja selber noch Vollgas da sind am Werken. Okay. Mit ihren zusätzlichen Dingen. Ja, da würde ich sagen, da beten wir unser Ding, hä? Und die sollen ihr eigenes beten. Genau. Ne? Genau. Also, meine Lieben, magst du da Abspanner heute machen? Ja, nach diesem lustigen, erfolgreichen und sehr durchdachten Tage. Ich hätte es nicht besser sagen können. mit vielen Tiefs und ein paar Hochs. Und unserer Neuankunft, unserem Gunther, der das ganze Leben gerne mal recht viel spektakulärer und schwieriger macht, da bei uns, der unserer Familie rauft sind, ja. Sagen wir natürlich recht herzlich Danke beim Fürs mit Zuschauen, mit Fiebern. Nicht zu vergessen, dass wir auch bei den Kollegen mit vorbeischauen, beim Skiffy, beim Türkiswolf, beim Schwabenplayer natürlich. Und den Ron nicht zu vergessen. Genau, bei mir seid ihr nur auf Twitch. Genau, auf Twitch. Und so ist es. Ja. Also mir fehlen eigentlich die Worte nach dem heutigen Tage. Nehme ich noch kurz. Ja, mein Lieben, schön, dass ihr durchgehalten habt. Das sind sehr lange Folgen diesmal geworden. Wir haben euch richtig was zugemutet. Diese Folge ist jetzt fast eine Stunde lang. Ja. Definitiv richtig lang geworden. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sitzfleisch. Ich weiß nicht, wer es geschafft hat, durchzuhalten. Hält einfach mal den Daumen hoch, wer es tatsächlich geschafft hat. Ansonsten müssen wir gucken, die nächsten Tage, nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn ihr mögt. Schaut wieder rein bei uns. Wir sind wieder live für euch dabei. Vielen Dank auch an den Stream für eure Kommentare, eure Hilfen, dass ihr uns beigestanden seid bis fast zum Schluss. Und ja, wir sagen herzlichen Dank an euch. Bleibt bei uns auch die nächste Zeit. Die drei Folgen kommen, wie ihr gewohnt seid, bei YouTube. Schaut rein und ja, wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Genau. Ciao.